Luigi, heute Abend geht die Post ab in meiner Küche, das kann ich euch versprechen. Ich mache ein Rezept, das ich noch nie gemacht habe. Es ist ein Experiment, ich werde Zeugen davon. Ich war auf der Suche nach einem Rezept, das man mit Zwetschgen machen könnte zum Backen. Und ich bin nur auf die typischen Zwetschgenkuchen, Pflaumenkuchen, Streuselkuchen gekommen. All die Sachen, die mich nicht so interessieren, die Weihen und die Sachen. Bis ich auf einem Kochblog, einem ganz kleinen, feinen, verlassenen Kochblog in Amerika, auf ein Rezept gestossen bin, ich fand, das könnte die Basis sein für ein Experiment. Ein Mann hat nämlich dort ein Rezept nachgekocht aus einer amerikanischen TV-Show aus den späten 60er Jahren. Der Mann heisst Kevin. Hi Kevin, your recipe made it to the center of Europe. What can I say? Thank you for sharing it. I'm giving it a try. Und der Mann hat getrocknete Pflaumen verwendet und ich mache es jetzt eben mit frischen Zwetschgen. Was ich auch neu mache, im Gegensatz zum Kevin, ist, dass ich frischen Espresso in die Tee gebe, für einen ganz neuen Kaffeegeschmack zu geben. Und am Schluss brauche ich nachher seine fantastische Rahm-Täfeli oder Nidl-Täfeli-Glasur. Bleibt bitte dran, das Rezept wird vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, es wird total spannend, denn so etwas habt ihr noch nie gesehen, weil es nämlich noch gar nicht gibt. Also, Zutaten. Frische, grob geschnittene Zwetschgen, etwa 1,5 Tassel, einen sehr starken Espresso, 3 Eier, etwas Buttermilchsäure, etwas Mehl zum Bestäuben der Zwetschgen, 1,5 Tassel Zucker, 1 Tassel Rapsöl, 2 Tassel Mehl, nachher Jamaika-Pfeffer vermahlen, also Piment, Zimt, ein Teelöffel voll. Kardamom habe ich gebraucht, der Kevin nimmt etwas anderes in seinem Rezept und dann noch Backpulver, 1,5 Löffel. Vanilleextrakt, Anke und für einen amerikanischen Corn Syrup zu ersetzen, habe ich eine gesättigte Zuckerlösung gemacht, indem ich 225 Gramm Zucker mit 75 ml Wasser aufgekocht habe. Das ist jetzt eine gesättigte Zuckerlösung. Los geht's, indem ich den Zucker mit dem Rapsöl verrühre. Während die Maschine weiterrührt, schlage ich 3 Eier, die Zimmertemperatur haben, dazu. Die dienen quasi als Emulgator, der das Ganze bindet, sodass ich nachher auch den Espresso dazu gießen kann. Jetzt gebe ich ein knappes Kaffeelöffel Vanilleextrakt dazu. Jetzt mische ich die trockenen Zutaten, also das Mehl mit der Gewürzmischung und dem Backpulver. Das gebe ich jetzt zu unserem flüssigen Grundteig dazu, lasse es rühren und in der Zwischenzeit tue ich die Zwetschgen mit Mehl bestäuben, so dass sie weniger zusammenkleben und nachher in unserer Kuchenformen nachher später die auch einen grösseren Widerstand haben und nicht sofort beim Backen absinken. So, die Masse, die noch ein bisschen flüssig ist, wird jetzt noch ein bisschen dicker, wenn ich die Zwetschgen dazugebe, weil da ist ja noch ein bisschen Mehl dran. Jetzt habe ich hier eine bebutterte und bemehlte Springform. Ich könnte hier eine Gugelhopfform nehmen oder eine Kekform. So, der Zwetschgen-Kaffeekuchen, der kommt jetzt bei 190 Grad 45 Minuten in den Ofen. Und von diesem Zeitpunkt an stechen ich den durend mit der Gabel oder mit der Nadel reinstechen, mache die Klebeprobe. Und wenn es gut ist, also nicht mehr dran klebt, dann nehme ich ihn raus. Es kann also bis zu einer Stunde dauern oder länger, aber nach 45 Minuten bei 190 Grad fange ich an zu kontrollieren. Wunderbar duftet das, das wird super. Jetzt lasse ich den Ring hier einfach ein bisschen in der Form kühlen
und in der Zwischenzeit mache ich mir schon mal an die Glasur. In eine kleine Pfanne habe ich ein Tassel Zucker gegeben und gebe jetzt die halbe Tasse saure Buttermilch dazu. Ebenso ein wenig Anker, das sind vielleicht 60 Gramm. Einen guten Teelöffel Zuckersirup und nochmal ein bisschen Vanilleextrakt. Das Ganze koche ich jetzt aufkochen und schaue nachher mit dem Thermometer, dass ich nie über 115 Grad komme. So, die Glasur hat so einen karamellfarbigen Ton angenommen. Ich glaube, man kann es so gut erkennen. Es schmeckt auch wunderbar nach Karamell, nach Rahmtäfeli. Jetzt ziehe ich es von Herdplatte und lasse einen Moment ein wenig abkühlen, bevor ich es über den Kuchen gieße. So, dann werden wir doch schauen, ob wir den Kuchen nicht aus der Springform rausbekommen. So, dann wollen wir doch schauen, was aus dieser Köstlichkeit geworden ist. Die Glasur hat schön antrocknen. Jetzt schneide ich da mal an. Schaut mal das an. Schön rote Zwetschgen. So, jetzt kommt der Moment, der für euch immer ein bisschen gemein ist. Ich degustiere. Ah, ihr könnt mal schauen. Es ist also wunderbar durchgebacken, überhaupt nicht irgendwie Flüderung innen drin. Die feine Espresso-Noten. Der Kardamom schmeckt man, der Zimt. Auch die Zwetschgen. Man merkt richtig den Geschmack davon. Ich glaube, ich hätte sogar noch ein bisschen mehr Zwetschgen dürfen reintun. Es hätte noch mehr verleiden können. Sie sind auch nicht abgesunken, wie man sieht. Sie sind schön verteilt. Das ist so gut. Auch mit dem, jetzt habe ich ein von der Glasur verwutscht, mit dem, dem Nidl-Täfeli Butterfudge-Geschmack. Ich finde es sehr toll. Das nächste Mal mache ich, glaube ich, jetzt, was so gut gegangen ist, ein Cake damit. Und du noch etwas mehr von den Zwetschgen rein, dass man richtig das Rote drinnen sieht. Das ist doch eine tolle Sache. Ich kann euch sehr empfehlen und danke euch für eure Geduld beim Zuschauen. Ciao.